Andreas, Glas ist der älteste Kunststoff der Welt. Glas ist ein sehr heterogenes Material, das sich auszeichnet durch eine große Brüchigkeit, Zerbrechlichkeit, aber gleichzeitig auch durch eine große Fließgeschwindigkeit, die außerhalb unserer Wahrnehmungsgrenze liegt. Also es gibt die Thermodynamiker, sagen, Glas ist eine gefrorene, unterkühlte Flüssigkeit, die sich nicht auskristallisiert hat aufgrund der schnellen Abkühlzeit und dadurch sind die Moleküle noch in Bewegung. Das heißt, man könnte da anknüpfen an die naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe, dass Glas noch im Begriff oder im Bereich der Solideszenz sich befindet, also im Übergang vom Flüssigen zum Harten, zum Kristallinen. Und viele Wissenschaftler neigen dazu, diesem Aggregatzustand oder beziehungsweise diesen Zustand des Glases als den vierten Aggregatzustand zu bezeichnen. Das finde ich eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Nico, musikalisch faszinierend an Glas. Glas hat eine alte Tradition, Glasharmonika, bla bla. Ja, eigentlich, das ist es schon. Was findest du denn an der Klangwelt des Glases faszinierend, dass du das betreibst? Mich interessieren eigentlich alle Klänge, wenn sie mich ansprechen oder, also es muss für mich gar nicht Glas sein, es kann auch Kunststoff sein, also ich höre einfach mit großen Ohren überall hin und dadurch, dass ich jetzt auf dieses Thema Glas gekommen bin, durch meine Mitwirkung im Glasotronik-Orchester, hat sich mein Fokus auf Glas gerichtet und ich habe geschaut, was finde ich nun darin. So ist eigentlich der Ansatz bei mir. Und ein Aspekt meines Arbeitens ist auch, sagen wir, da, wo Brüche entstehen, wo etwas kaputt geht, wieder etwas zurückzuholen und ja, genau hinzuhören, was da daraus dann Neues entstehen kann. Also ganz praktisch heißt das, dass ich Aufnahmen gemacht habe von Glas, welches zerbricht und die mir sehr genau angehört habe und durch verschiedene Prozesse auch quasi in einen mikroskopischen Blick oder ein mikroskopisches Ohr darauf gelegt habe und daraus so also, im Grunde musikalisches Material entwickelt habe, aus dem, was dann innerhalb von so einem Geräusch passiert, was durch eine zerbrechende Flasche konkret auch erzeugt werden kann. Bei dir, Andreas, ist die Faszination glaube ich ein bisschen anders oder basaler noch. Naja, also Glas, warum empfinden wir Glas als fremd erstmal? Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Glas ein ungeordnetes harmonisches Spektrum hat. Im Gegensatz zu anderen, dass Glas, wenn man eine Platte streicht, dass da Spaltklänge auftreten und die Nähe oder die assoziative Nähe zur elektronischen Musik, ohne dass es schon verfremdet wurde, eigentlich schon besteht. Also da beginnt für mich eigentlich die Faszination, wenn ich zum Beispiel jetzt in der letzten Produktion Chanson pour Rose C'est la vie aus meinem Musiktheater, modularen Musiktheaterprojekt nach Deschamps, eine harmonische Sequenz mit Glasklängen instrumentiere, erfährt die eine harmonische Spreizung durch diese Spaltklänge und wirkt eben fast schon wieder freitonal oder so. Ja. Gut, irgendwann hast du angefangen mit Glas zu arbeiten, dann muss ein Zufallstreffer. Ja. Der Ökersche Nagel, oder? Es war ein Zufallstreffer, weil das Museum in es wurde ein Museum neu eingerichtet in Lang, ein Glasmuseum, und ich wurde gefragt, ob ich einen Auftrag arbeiten würde. Und da habe ich gesagt, okay, wenn, dann mache ich eine Glasmusik. Das hat die Materialnähe dazu. Und dann, also aus diesem Außermusikalischen, wurde dann etwas sehr, sehr Innermusikalisches, dass uns das einfach jetzt 25 Jahre beschäftigt und seitdem natürlich auch seit der Beschäftigung von damals, vor dem Vierteljahrhundert, bis heute natürlich auch die entsprechende Bearbeitungstiefe bekommen hat.
Das wäre damals gar nicht anders möglich gewesen als über einen Auftrag, weil Glas in dem Fall ist relativ teuer, die Anschaffung der Stellagen und der Körper, der Glasklangkörper und so weiter. Und damals wurde das auch noch mitgesponsert durch die Glasfirma Derrix, die Glaskirchenfenster restauriert und auch neu gestaltet und so weiter. Dadurch kamen wir an mundgeblasene Antikglasscheiben heran und so weiter, die heute kaum zu bezahlen sind, also in der Fülle, in der wir sie brauchen. Okay, jetzt hat man Material gefunden, was an sich schon schön ist, reizvoll ist, aufgrund der Materialbeschaffenheit, die historische Geschichte, die dieses Material mit sich trägt. Und dass es auch musikalisch eigentlich ja, sehr rar ist. Es gibt Vorläufer, das wissen wir, die nur wenige. Josef Anton Riedl hat die Glasspiele in den 70ern, glaube ich, veranstaltet. Aber das, was die ganzen historischen Kontexte angeht, war ja Glas dann immer sozusagen aus einem akustischen, aus einem hörphysiologischen Aspekt reizvoll, aus einem klanglichen Aspekt. Und bei uns eben noch diese, ich sage jetzt Materialebene, also die physische Konnotation da, die uns dann eben auch erlaubt, Ausstellungen zu gestalten, Klangobjekte aus Glas zu bauen, die in einem Ausstellungskontext durchaus auch funktionieren. Das heißt also, es changiert zwischen Ausstellung, Ausstellungskontext und Konzert. Wenn wir etwas machen, dann machen wir oft so eine Kombi-Veranstaltung und haben das in der Vergangenheit auch gemacht, dass wir ein Konzert gemacht haben plus eine Ausstellung, sodass also die Wahrnehmung des Zuhörers oder des Rezipienten wechseln kann. Ja. Und zwischenzeitlich bei dem neuen Musiktheaterprojekt möchte ich eigentlich diese zwei, das Konzert und das Ausstellungskonzept, miteinander verschmelzen, sodass also das Konzert im Ausstellungskonzert oder die musikalische Darbietung im Ausstellungskonzept sozusagen als Bühnenambiente möglich sein wird. Marcel Duchamp, das große Glas. Richtig. Genau. Ja gut, eines der enigmatischsten Werke des 20. Jahrhunderts und was mich dabei reizt, ist einfach die Beschäftigung, gerade ausgehend von dem großen Glas, in dem wahnsinnig viele Querverbindungen kulminieren, also zu Clermont Roussel, zu Alfred Jarry und der Paterphysik, zu der fröhlichen Wissenschaft und so weiter und so fort. Und da gibt es ganz viele Verknüpfungspunkte. Also gerade was diesen naturwissenschaftlichen oder diesen paterphysischen Aspekt angeht, den ironisch-wissenschaftlichen Aspekt, haben wir ja, wenn man so eine Darbietung des Glasotronik-Ensembles mal miterlebt hat, auch eine Laborsituation, vielleicht sogar fast im alchemistischen Sinne auf der Bühne aufgebaut, die aber dann keine Experimente mehr zulässt, weil die Experimente im Vorfeld schon passiert sind. Aber dass sozusagen der Zuhörer mit ganz neuen Wahrnehmungen etwas zu hören bekommt, dass er dann auch auf der Bühne im Entstehen sieht. Da hat die Dorothea Heimat mal so wunderbar gesagt, Hören als Gegenstand des Sehens und Sehen als Gegenstand des Hörens. Und dass sich diese Allianz unserer Sinne bei so einem Konzert plötzlich dann auch erschließt. Ein Schluck Wasser aus der Glasflasche. Aus der Glasflasche in ein Glas, genau. Also bei euch geht es auch vor allen Dingen immer um echtes Glas. Es geht nie um Plexiglas. Es sind... Man könnte eigentlich sagen, wir fangen wieder an oder wir gehen zurück zu der Grundlage der Tonerzeugung und lassen das traditionelle Instrumentarium außen vor. Natürlich gibt es Querverweise zum Gläserspiel, zu Musical Glasses oder der Glasharfe im Volksmund genannt, die ja schon auch in der Musikgeschichte eine kleine, unbedeutende Rolle auch gespielt hat. Aber da sind eben grundsätzliche akustische Phänomene und Tonerregung spielen eine große Rolle. Das heißt, es geht um Anschlag, es geht um Anstreichen eines Körpers,
Es geht um das Inschwingungssetzen einer Luftsäule eines gläsernen Körpers, wobei die Friktiven oder Friktionsklänge natürlich eher den Glascharakter präsentieren als jetzt eine schwingende Luftsäule. Aber ich finde trotz alledem, also die ganzen Grundtonerregungsarten sind in dem Glasotronik schon abgedeckt. Und man muss dann eben unterscheiden zwischen gläsernen Schlaginstrumenten, solchen, die angestrichen werden, solchen, die naturtrompetenartig angeblasen werden, Glasflöten, es gibt Glaslotusflöten, solche Dinge. Und es gibt dann eben auch elektronische Spielinstrumente, die dann wieder rückgreifen auf Traditionen der Musik konkret in Paris. Wir haben einen Tonbandmodulator, wie gesagt, einen Tonbandmodulator gebaut, da wird über einen Tonkopf, aber vielleicht kannst du das auch weiter erzählen, über einen Tonkopf ein Bogen mit einem aufgespannten Tonbandschnipsel gezogen, da gibt es dann so Scratching-Momente und solche Dinge, die auch eine Rolle spielen natürlich. Tonbandmodulator, Nico. Ja, der Tonbandmodulator ist unsere Hommage an Laurie Anderson, die das, die ihre Geige so präpariert hat, dass eben dort ein Tonkopf platziert war und auf ihrem Geigenbogen ein Stück Tonband, welches bespielt war und mit dem sie also dann die aufgezeichneten Ereignisse dann in verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Richtungen, je nach Bogen, Strichrichtung abrufen konnte oder eben intonieren konnte auf diese spezielle Weise. Wir haben ein Stück im Repertoire, bei dem zunächst ein Instrument angedacht war, aus Glasscherben, in denen gerührt wird. Also es ist dieses Stück, was beruht auf der zerspringenden Glasflasche. Slow Motion Repeats of Breaking Glass. Und wir haben aber im Laufe der ersten Darbietungen festgestellt, dass Glasstaub aufsteigt, wenn man in diesen Scherben rührt. Und ich dachte mir, das ist sicherlich nicht gesund. Dem müssen wir uns nicht aussetzen. Und ich habe nach einer Alternative gesucht. Und plötzlich dachte ich, Laurie Anderson hat das vorgemacht mit diesem Tonband, dann nehmen wir genau die Aufzeichnung von genau dieser Glasflasche, die dem ganzen Stück die Form gegeben hat und das Ursprungselement für diese ganze Komposition ist, nehmen diese Aufnahme, tun die auf eine Art Geigenbogen spannen, also das ist dieses Stück Tonband, und ich baue eine Art Tonband Geige. Nun sollte es nicht gehalten werden wie die Geige, also es sollte jetzt, sagen wir mal, der Bezug und das Zitat von Laurie Anderson nicht zu vordergründig sein. Also habe ich nach einer anderen gut spielbaren Form gesucht und wir haben auch nach einem anderen Namen gesucht und fanden dann Tonbandmodulator ganz passend. Was interessant ist, ist vielleicht, dass gerade diese Geschichte, die Nico eben erzählt hat, eigentlich auch ein Beispiel dafür ist, dass einzelne Instrumente eine ganz bestimmte Genese auch haben, dass die vorher im Konzert, im Konzertzusammenhang präsentiert wurden, dann aus dem Konzertzusammenhang herausgelöst wurden, aber dann wieder im Ausstellungszusammenhang zu sehen sind. Und da dann eben in veränderter oder artifiziellerer Form, wie diese Glasgranulatschüssel, das gibt aber bei ganz vielen Instrumenten diese Querverbindungen, also jetzt zum Beispiel bei den Trichterbäumen, wie ich sie nenne, das sind Stative, auf denen sechs Trichter spiralartig angeordnet sind, die bespielt werden mit Klöppeln, mit Bögen und so weiter, mit Händen, mit Fingern, die aber gleichzeitig auch wieder innerhalb von einer Installation, die heißt dann Trichterbauminfusion, eine Rolle spielen. Und da eben plötzlich zu etwas werden, das nicht mehr akustisch-physischer Körper ist, sondern Schalltrichter, durch den Klänge nach außen gebracht werden. Also diese
Umformungen oder verschiedenen Anwendungsbereiche von Glas, nämlich als Schalltrichter oder als Klingendes. Das ist ja zum Beispiel eine andere Sache wie beim Cello, wo ein Resonanzkasten da ist, aber der Resonanzkasten aus Holz bringt ja doch nur die schwingenden Saiten nach vorn und macht die hörbar. Und beim Glas ist es dann eben gleichermaßen der Korpus, der schon an sich auch wieder Trichter ist und die Assoziation natürlich hat, dass es ein Laborbedarfsinstrument ist. Ne? Also da gibt es viele Konnotationen, die mir auch oder uns auch sehr wichtig sind. Also in dem Umgang mit dem Material, da schwebt oder schwingt dann auch der Beuys'sche Materialbegriff sicherlich mit, wo Material als eine Emanation bekommt, eine Ausstrahlung mit den ganzen kontextualen Bezügen, die das auch hat. Glas, die Kombo heißt aber Glastronic. Glasotronic. Glasotronic. Von Anfang an war klar, allein mit dem Glas geht nichts, wir brauchen auf alle Fälle die Elektronik. Ja, einfach erstmal hat das natürlich einen ganz aktuellen Bezug zu unserem Dasein in der jetzigen Welt mit dem ganzen Elektronischen, was uns umgibt, ohne dass wir heute nicht mehr auskommen und was uns ja natürlich auch in vielerlei Hinsicht quält manchmal. Das sind ja nicht unbedingt nur Errungenschaften, die positive Eigenschaften haben, wenn ich ein Stadtbild sehe, in dem Menschen nur noch mit Handys herumlaufen und einen selbstorganisierten Autismus betreiben. Aber diese Zersplitterung, wie Baudrillard das in seinem Essay Videowelt und fraktales Subjekt sagt, diese Zersplitterung des Subjekts ins Identische, dem ist natürlich die Glasotronik auch ausgesetzt, weil wir sie ja auch aussetzen mit elektronischen Mitteln. Durchdringen und letzten Endes auch dieses Überstülpen einer virtuellen Glocke sozusagen über diese akustischen Phänomene spielt eine große Rolle. Ja. Und deswegen wirkt das dann natürlich auch in vielerlei Hinsicht, weil wir sowohl mit Zuspielung arbeiten als auch mit Live-Elektronik, hat das teilweise schon auch orchestrale Wirkung.